Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt von Incentigy GmbH und in diesem Video möchte ich Meet United zeigen. Erstmal, wie Meet United funktioniert und dann, wie Meet United aussieht. Das Ziel von Meet United ist es, dass der Apotheker über eine definierte elektronische Prozesskette E-Rezepte erhält und dafür wird das Pflegeheim, der Arzt und der Apotheker zusammenarbeiten, um dann am Ende im Interesse des Patienten dafür zu sorgen, dass möglichst schnell die Rezepte in die Apotheke kommen und dann die Medikamente zum Patienten. Wie funktioniert das jetzt genau? Und zwar, ich habe zum Beispiel eine Heimsoftware, die wird im Pflegeheim verwendet. Also hier ist zum Beispiel die Pflegeleitung. Und was diese Heimsoftware jetzt macht, ist, diese Heimsoftware erzeugt technisch E-Arztbriefe. Diese E-Arztbriefe sind eigentlich für die Kommunikation zwischen Ärzten gedacht, aber für unseren konkreten Anwendungsfall können wir damit auch Rezeptanforderungen kodieren. Also hier haben wir eine E-Rezeptanforderung und technisch ist das ein E-Arztbrief und E-Arztbriefe werden von allen KBV-zertifizierten Lösungen, also ein PVS-System, Praxisverwaltungssystem, unterstützt. Und damit hat man sofort eine flächendeckende Unterstützung für unsere Meet United-Lösung. Und dann ist es so, dass dieser E-Arztbrief dann in das PVS-System eingelesen wird. Also hier ist das Praxisverwaltungssystem. Praxisverwaltungssystem, das verwendet der Arzt. Langfristig sollen diese E-Arztbriefe über KIM kommen. Aber aktuell würde auch eine verschlüsselte E-Mail ausreichen, um diese zuzustellen. Da laufen aktuell Modellprojekte und diese Modellprojekte müssen erstmal abgeschlossen werden, bevor die Pflege flächendeckend auf KIM umgestellt wird. Dieser Weg funktioniert aber jetzt schon und man kann den schon verwenden. Im Praxisverwaltungssystem kann der Arzt dann ein E-Rezept erstellen und es ist möglich, dieses E-Rezept über den sogenannten Flow Type 69, die Workflow-Steuerung durch Leistungserbringer zu erzeugen. Und damit kann man dann diesen Token direkt an die Apotheke übertragen. Das zeige ich jetzt auch noch. Und zwar ist es so, da wird eine KIM-Nachricht erzeugt vom Arzt. Und in der ist KIM-Nachricht. Und in dieser KIM-Nachricht, das ist die KIM-Nachricht E-Rezept-Direktzuweisung. Und dort ist dann ein E-Rezept-Token drin. E-Rezept-Token und dieser Token kann jetzt vom AVS, also vom Apothekenverwaltungssystem, gelesen werden und dann auch angezeigt werden. Also hier hätte ich dann das Apothekenverwaltungssystem. Da geht das über KIM rein und dann habe ich den Apotheker hier oben. Und der Apotheker kann dann entsprechend das Medikament an den Patienten ausliefern. Also das ist, wie die Lösung technisch funktioniert. Und was ich jetzt zeigen möchte, ist, wie die Lösung auch aussieht. Und zwar dafür gehe ich in unsere Lösung rein. Sie sieht man jetzt hier. Ich bin jetzt in der Pflegeeinrichtung eingeloggt. Also man sieht jetzt hier, ist die Lösung Meet United Pflegeeinrichtung. Ich sehe hier das Medikamentenmanagement für drei meiner Patienten oder drei meiner Bewohner, für Jürgen Wernerzin, für Stefan Walter und für Klaus Günther. Ich sehe, dass sie verschiedene Medikamente nehmen. Hier ist es zum Beispiel so, dass der Herr Wernerzin Hypertonie, Bluthochdruck hat und dafür bekommt er Ramipril von Ratiopharm. Die anderen beiden Patienten haben teilweise andere Erkrankungen und das ist ja auch recht übersichtlich. Also es kann durchaus sein, dass eine Person in einer Pflegeeinrichtung bis zu 15 Medikamente bekommt. Das kommt recht häufig vor. Und ich sehe jetzt hier hinten in der Spalte, sehe ich, wie stark der Verbrauch bis heute ist. Hier sehe ich, wann der Verbrauch voraussichtlich endet. Dann sehe ich den zuständigen Arzt, das ist hier bei all den Patienten, ist es der Herr Dr. Lauterbach. Und ich sehe auch, welche Apotheke hier zugeordnet ist. Das ist bei dem Patienten Wernerzin und Günther, ist das die Vita-Apotheke. Bei dem Herrn Walter ist es die Adler-Apotheke. Und diese Information, an welche Apotheke das Rezept später gehen muss, wird auch mit in die Kommunikation zum Arzt übertragen.
Was hier wichtig ist, dass der Patient zustimmen muss, dass er an der zentralen Medikamentenversorgung des Heims teilnimmt und dass er auch explizit den Parteien, Arzt, Apotheke und Pflegeheim, erlaubt, in seinem Namen miteinander zu kommunizieren. Analoges gilt auch für ambulante Pflegedienste, wobei im ambulanten Pflegebereich es keinen Zwang gibt, laut Apothekengesetz auch einen Versorgungsvertrag zu machen. Dort ist es dann eher üblich, dass es einen direkten Versorgungsvertrag zwischen Patient und Apotheke gibt und nicht zwischen zwischen Pflegeheim und Patient. Das ist aber aktuell sind das rechtliche Bereiche, die von den entsprechenden Akteuren auch nochmal extern von dieser Lösung gemanagt werden müssen. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt auf E-Rezept-Anforderungen klicken und wenn ich dort draufklicke, dann wird mich das System jetzt sofort ins PVS-System, ins Praxisverwaltungssystem des Arztes bringen und mir zeigen, was der Arzt sieht. Dazwischen ist, wie wir gezeigt haben, diese Kommunikation über den E-Arztbrief und der Arzt kann die Daten zu den Patienten direkt importieren und würde dann sozusagen, wenn der Patient auch schon vorhanden ist, auch sehen, dass der Patient schon vorhanden ist und auch sehen, welche alte Medikation dort war. So, jetzt habe ich die Rolle gewechselt zu dem Arzt. Ich bin jetzt der Herr Dr. Lauterbach. Was man jetzt sieht, ist, ich sehe hier die drei Patienten, ich sehe die Medikamentenanforderung oder auch gleich das E-Rezept für den Herrn Wernersen. Das Rezept kann ich jetzt als E-Rezept erstellen. Es ist so, dass der Arzt dementsprechend eine E-Rezeptfähige Software braucht. Das ist aber auch jetzt schon gegeben. Und hier unten kann der Arzt dann alle Rezepte im Batch signieren. Und diese Rezepte werden auch direkt per Direktzuweisung dann auch über KIM wieder an die Apotheken geschickt. Und zwar genau an die Apotheken, die das Pflegeheim angegeben hat. Das sorgt bei dem Arzt für einen deutlich schnelleren Prozess. Es ist auch so, dass dieser ganze Bildschirm hier von der MFA vorbereitet werden kann und der Arzt dann nur noch diesen Signaturvorgang übernimmt und der Arzt hier auch nur noch den prüfenden Blick drauf hat und einfach nur kurz guckt, ist das alles so, wie es immer ist. Und dann kann hier einfach auf jetzt alle Rezepte signieren und direkt zuweisen drücken und dann geht es in die Apotheke. Und das machen wir jetzt auch. So, jetzt sind wir bei der MedUnited-Lösung, wie es dann auf der Apotheke aussieht. Hier ist es jetzt so, dass in dem konkreten Beispiel sind alle drei Rezepte in der Apotheke gelandet. Hätte zum Beispiel sein können, dass die Adler Apotheke, dass die einfach gerade geschlossen ist oder dass es da aus irgendeinem Grund auch notwendig ist, das woanders hinzugeben, das Rezept. Das geht natürlich immer, diese Ausnahmen, wobei natürlich schon das Ziel ist, dass man die Standardvorgänge immer wieder verwendet. Die Rezepte können dann nochmal geprüft werden. Ich sehe zum Beispiel hier unten wieder die Medikamente, die es dort drin gibt. Und dann würde ich einfach auf Jetzt dispensieren drücken und dann würde ich die E-Rezepte halt auch dispensieren, könnte die Medikamente ausliefern und damit habe ich einen komplett durchgängigen elektronischen Fluss von diesen Daten und kann hiermit den Patienten deutlich besser helfen, als das bisher der Fall war, weil man hier Faxgeräte, das Telefon und ähnliche nicht moderne Kommunikationsmittel oder auch teilweise unsichere Kommunikationsmittel einfach wegnehmen kann. Ich bedanke mich und freue mich dann auf das nächste Mal.